Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir befinden uns in Berlin-Schöneberg beim Restaurant von Björn Schwanzon. Er ist, er heißt mal so. Wer ist nicht irgendjemand? Er ist einer der bekanntesten und angesehensten Köche Berlins. Michelin-Stern. 2019 zum Meisterkoch in Berlin ausgezeichnet. Wir dürfen heute seine Sterneküche kosten. Werden hier ins Hotel von Feld, Wir werden hier ins Restaurant Feld jetzt rein, werden uns mächtig ein paar Gänge reinzwirbeln. Viel, viel Spaß am Video. Ich hoffe, euch wird das Video gefallen. Und ja, jetzt ein paar schöne Bilder erstmal. Guck mal, Leute, geil. Ist das hier alles schon? Das ist alles. Das gibt's mal eine Toilette und dann war's das. Ach krass, so klein. Juraj hat uns gerade begrüßt. Ich habe erst Huraj verstanden. Ich dachte, was geht hier? Er ist der Schwanz von der Chef und dann Huraj, das ist ein Dreamteam. Ja, geil. Das ist also mega klein. Das heißt wahrscheinlich auch für die nächsten 3 Jahre ausgebucht, ne? Ja, ganz so schlimm nicht. Es gibt schon immer wieder die Möglichkeit, den Küche zu ergattern. Ja. Gerade durch Corona haben wir immer noch spontane Stornos. Ja. Reinschauen ins Reservierungssystem wird immer die Möglichkeit. Geben. Also wie ihr seht, Leute, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 Tische. Ich dachte, mich erwartet so ein Riesending hier. Für was steht das hier überhaupt? Also ich muss sagen, ich habe erst einmal Sterneküche gegessen und es steckt auch oft ein System dahinter oder irgendeine Philosophie, die man verfolgt. Was ist es bei euch hier im Restaurant? Unsere Philosophie ist halt lecker und bodenständig zu kochen. Fokus auf den Geschmack, nicht zu viel Shishi und dann wirklich mit Mut zum Würzen an die Grenzen gehen und dadurch halt das Letzte rauskitzeln. Das heißt, wenn man sich jetzt so wie ich, der da nicht viel Erfahrung hat, stellt man sich ja immer vor, oh, jetzt gibt es hier das kleine Häppchen und da ist ja noch ein kleines Blümchen drauf und hier, das ist halt eben nicht. Es ist eher, ich habe auch schon auf der Karte gesehen, Kassler zum Beispiel habt ihr auf der Karte, glaube ich, ne? Und da ist das Ganze halt auf eure Art natürlich zubereitet und irgendwo sternewürdig letztendlich dann natürlich abgerundet. Genau, so sieht es aus. Das ist alles nicht ganz so klassisch, wie man das erwartet. Man isst Kassler, man bekommt auch Kassler, aber anders. Okay. Das werdet ihr auf jeden Fall noch mitbekommen. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns sonst erstmal die Karte an, entscheiden, was wir nehmen oder vielleicht hast du eine Empfehlung. Ich habe quasi was vorbereitet für euch. Du hast was vorbereitet, okay, genau, geil. Die gibt einmal 4 Gerichte. Naja, ist vielleicht besser, dass wir Gang für Gang, dann sagst du, was wir bekommen. Das ist alles vorbereitet, also innerhalb von 2 bis 5 Minuten wird das alles rausgehen. Okay, geil. Ja, also Leute, wir werden gleich loslegen mit den Gerichten direkt. Das soll auch Schlag auf Schlag gehen, das ist alles super vorbereitet. Aber so für mich, dieses Restaurant, das hat Charme, das hat Charakter und für mich irgendwie sowas Besonderes. Wisst ihr, es ist ein Sterne-Restaurant, aber so klein, so wenig Menschen, die hier rein können, dass irgendwie schon mal außer der Reihe. Nochmal für mich irgendwie ein besonderes Feeling hier zu sein. Der Björn hat ja auch schon eine Auszeichnung gewonnen, ne? Ja, mehrere. Mehrere, ne? Würdest du sagen, er ist der beste Koch, den du bisher begegnet bist? Ist mal schwer zu sagen, ob beste oder schlechteste. Sag nichts Falsches. Was ist die erste Runde? Vielleicht kannst du das schon mal sagen. Womit geht's jetzt los? Wir starten hier einmal mit unserer Steckrübe. Altes deutsches Gemüse. So Leute, Ahmed kommt jetzt an den Start. Das Gericht kommt, dann hören wir was zu dem ersten Gericht direkt. Das geht hier Schlag auf Schlag los. Ich kann euch sagen, aus meiner Erfahrung jetzt das zu sehen auch mal, ne? Also früher bei meiner Mutter, wenn sie Essen gemacht hat, bin ich immer rausgerannt, weil ich wollte nicht sehen, wie sie Essen macht. Ich weiß nicht warum. Das hat manchmal den Zauber so ein bisschen weggemacht. Hier ist es einfach nur interessant. Ich glaube, ich bleibe noch mal kurz stehen, sogar auf deiner Höhe. Das ist vielleicht besser. Was haben wir hier schönes, Huraj? So, wir haben einmal eine auf Salz gebackene Steckrübe, drauf ein Steckrübenpüree, einen roh marinierten Steckrübensalat, der ein bisschen mit Safran abgeschmeckt ist. Und oben drauf haben wir einmal ein Escabeche-Eis. Escabeche ist so eine spanische Art, Fisch zu marinieren. Kann man am ehesten vielleicht mit einem deutschen Brathering, mit viel Knoblauch, Paprika und Essig und Zucker gearbeitet. Genau. So. Und das hat nichts zu tun jetzt mit normalem Eis, sondern ist was Deftiges wirklich irgendwo letztendlich. Das ist was Deftiges, ne? Genau. Okay, interessant zu hören. Ich danke dir. Dann werde ich da mal, wenn ich Fragen habe, sage ich dir gleich Bescheid. Dann werde ich mal direkt erstmal hier in Volle gehen. Ist das ungewohnt, dass so Leute so gefühlt wie ein Penner angezogen hier hinkommen? Nee, wir sind ja nicht das klassische Sterne-Restaurant, wenn wir sein wollen. Es ist sehr casual, fine dining. Kann sich das auch jeder leisten? Was wird das jetzt kosten hier? Das Gericht gibt es einzeln so nicht. Wir haben nur einen 10-Gang-Menü. Das gibt es jetzt für 100 und
10-Gang-Menü. Genau. Oha, das ist günstig. Da ist der Preis meiner Meinung nach sehr fair. Hört sich gut an. Hört sich gut an. Ich nehme es jetzt so, wie ich es nehmen würde, wenn ich jetzt so bestellen würde. Da fragt man, vielleicht würde man fragen, nehme ich das alles auf einmal Mundsaft und gesagt bisher oder schneide ich hier oben jetzt erstmal ab, nehme von allen auf einmal. Ich mache es jetzt so, wie ich es sowieso machen würde. Ich versuche alles irgendwie in einem Biss einmal einzufangen. Das ist schwer hier, das fällt natürlich auseinander. So, jetzt habe ich zumindest alles auf einem Biss. Sehr speziell, sehr deftig. Ganz anders, als ich erwartet hätte. Diese Creme hier oben. Intensität in Person. Also das ist so kräftig, geschmacksintensiv. Hat natürlich diese Fischnote. Halt zusammen mit der Steckrübe, die sich dann wiederum natürlich zurücknimmt, weil die ist natürlich nicht so intensiv. Es gibt sehr viel zu entdecken bei diesem Gericht. Schöne, intensive Säure. Ich mache kein Geheimnis draus. Ich bin natürlich kein Sternesser. Wie oft haben wir hier Sterne oder gehobene Gastronomie gegessen? Aber ich versuche mich natürlich, und das ist das Ziel dabei. Jemand muss sich jetzt entscheiden, guckt euch das Video an, holt euch einen Restaurantkritiker, der jeden Tag Sterneküche isst. Oder guckt es aus der Perspektive wie, sag ich mal, einer von vielen oder einer von euch, der sich halt eben mit dieser Küche nicht auskennt. Und für mich ist es einfach geil. Es ist nicht wie, sage ich mal, jetzt auf doof gesagt, wenn ich mir von den Jungs von TikTok ein Köfte-Sandwich machen lasse. Und dann hast du natürlich ganz präsent das Kümmelaroma drin. Du musst herausschmecken und erstmal auf Entdeckungsreise gehen und schauen, was ist das überhaupt, was ich esse und was sind das für Gewürze. Vielleicht kannst du mir ja da was zu sagen, ob du sagst, der ist bekloppt, aber kennst du diese Brotaufstriche? Die gibt es teilweise in vegetarisch oder vegan und das ist ja immer sehr konzentriert, so konzentrierte Paprika, Tomate teilweise und da hat mich so ein bisschen, hat mich das daran erinnert. Ja, ja? Total. Das ist im Grunde ist es ja nichts anderes. Ne? Wir kochen mit einem Ansatz, wo alles reinkommt, es wird angespitzt. Also wie gesagt, ganz viel Paprika, die vorher im Ofen angeröstet wird mit Zwiebeln und das wird durchpüriert und das wird dann halt der Eisansatz. Du musst auf eine Reise gehen und wir begeben uns auf die Reise 2 im Gericht Nummer 2. Was ist das? Wildreis. Ich habe gerade gesagt, das sieht aber echt aus wie Mehlwürmer. Sieht aus wie Mehlwürmer, ja, hätte ich auch gedacht, so auf ganz special jetzt. Unten drunter ist einmal das Eigelb, was wir eben gesehen haben, Nussbutter konfiert. Dann haben wir einen Bratkartoffel-Espuma. Dann kommen da so eine Kartoffel-Crunch oben drauf. Ja. Und dann mit dem Fass davon wird das aufgegossen. Oh, das ist eine Kreation. Das gucken wir mal. Hier der schöne Fond. Also was direkt hier Programm ist, ich merke das, was Juraj auch sagte, die gehen an die Grenzen vom Geschmack. Hier ist nichts lasch oder so, hier ist alles sehr intensiv. Auch die Brühe, als würdest du wirklich in den Kasser reinbeißen, komplett. Das ist phänomenal. Jetzt die Kartoffelcroutons, sag ich mal, die gerösteten. Auf die Idee erstmal zu kommen, Leute, Bratkartoffeln ganz normal angesetzt, in der Pfanne angebraten, das zu einer Creme zu machen. Absolutes Gedicht. Bringt noch eine leichte Süße mit sich. Ihr wisst ja, ich sag das gerne so, erinnert so ein bisschen an irgendeine Süßigkeit, an irgendeinen Nachtisch quasi, obendran. Das ist ganz krank. Das begeistert mich, das Gericht, Leute. Das begeistert mich. Das eben fand ich auch geil. Safe, ich werde da nochmal detaillierter drauf eingehen. Aber das hier ist genau meins. Hier nehmen wir das Ei. Das muss man in Schritten essen, wisst ihr warum? Weil das ist so, als wenn jetzt die Bombe platzt. Das Ei, was sich ausbreitet, wie so eine kleine Bombe, die nimmt natürlich die Intensität aus den anderen Teilen raus. Und so habt ihr so einen kleinen Feuerlöscher da drin. Und alles wird ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen cremiger. Und ihr habt ein zweites Erlebnis in einem Gericht. Und könnt das Ganze nochmal von vorne genießen, mit neuen Eindrücken. Durchgehen. Jetzt, wo sich alles vermischt, dieses leicht rauchige, diese Kassa-Aroma. Stell euch vor, wie ihr auf den Kassa-Rauch beißt. Ihr habt aber durchgehend diese leichte Rauchnote, wenn ihr jetzt alles zusammen isst. Wenn ihr die Brühe so isst, natürlich so. Und wenn ihr alles zusammen isst, das so im Hintergrund kitzelt euren Gaumen, wisst ihr? Phänomenales Gericht. Einfach besonders, Mann. Sehr besonders, sodass ich mich sehr freue auf Runde 3. Und da bin ich gespannt, was der Juraj uns hier auftischt. Mega das Gericht. Also echt, ich bin geflasht gewesen. Als ich am Anfang auf diese Kartoffelkrustis oben drauf gebissen habe und natürlich mit dem Schaum, war das für mich so ein bisschen, ich habe immer so gesagt, also was heißt Süßspeisencharakter? Natürlich nicht so intensiv, aber es hat so diese Süße mitgespielt. Gute Frage. Also es wird wahrscheinlich dann durch das Espuma sein, du hast viel Stärke, ist ja mehrfach Zucker, ne? Das ist halt immer ein bisschen Süße mitgebracht. Es wird auch mit Salz und Zucker
Zucker immer abgeschmeckt. Okay, geil. Ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns auf Runde 3. Was gehört denn dazu, überhaupt einen Stern zu bekommen und den auch zu verteidigen? Was muss man da mit sich bringen? Wenn du Liebe zum Beruf hast und das, was du machst, mit Leidenschaft tust, dann wird es irgendwann früher oder später anerkannt. Mhm. Am Ende des Tages steckt man da nicht drin, ob man es bekommt oder nicht. Mhm. Aber man muss auch ein gewisses Grad an Service da mit sich bringen, um diesen Stern zu bekommen, ne? Ich gehe davon aus. Also offiziell ist es das Essen. Natürlich dann auch das Ambiente und der gesamte Eindruck des Abends mit rein. Ne? Okay. Das, wenn der Kellner da hingeht und das Essen vor die Platze knallt, dann wird das wahrscheinlich. Ist auch nicht gut, ne? Richtig harte Kruste, richtig viel Röstaromen. Wurde auch schon Röstaromenholle getauft, zu Recht, weil ich es liebe. Jura sagte mir eben nochmal, die sind auf jeden Fall nachhaltig hier, nur dass sie es nicht als Marketing so benutzen. Ne? Für sie ist es selbstverständlich und gehört eigentlich nicht dazu, damit zu werben. Jetzt haben wir zum Beispiel so ein Steinpilzpulver auf unserem Pilz drauf. Das ist dann aus den Stielen gewonnen und zu Pulver verarbeitet. So wird dann versucht natürlich das ganze Produkt irgendwie mit zu verwenden. Und jetzt bin ich gespannt auf Gang Nummer 3. Denke ich schon gesehen. Mega Röstung drin in dem Pilz. Weiß gar nicht, was das hier jetzt für ein Schaum ist. Schmeckt wie eine gute Mayonnaise, aber auch säurelastiger als eine normale Mayonnaise. Jetzt nehmen wir alles zusammen hier. Absolut phänomenal. Das greife ich euch gleich mal zusammen, was hier passiert auf einem Löffel. Das könnte, wenn ihr mich fragt, in dieser Sendung, wo der perfekte Löffel geliefert wird. Und was da rumkommt an verschiedenen Geschmäckern, Konsistenzen, Aroma im Mund. Also habt ihr halt erstmal von der Konsistenz, müsst ihr euch so vorstellen, dieses Crunchige von diesem Steinpilzmehl, das habt ihr erstmal außen. Dann habt ihr diese harte Kruste vom Pilz, die maximal natürlich intensiv ist. Und in der Mitte ist das noch ganz weich. So wie wenn wir jetzt zu Hause eine Champignonpfanne machen, sag ich mal. Knoblauch, Zwiebeln dazu. Und so ist das in der Mitte. Und zum Schluss habt ihr dieses liebliche, gewohnte und sichere Gefühl im Mund von einem Pilz. Am Anfang halt mit dieser Special-Behandlung, wie man sie halt einfach so nicht kennt. Jura, diese weißen Punkte. Das ist eine weiße Lauchmayonnaise. Geil, aber wirklich intensiv. Ich fand aber im positiven Sinne säurelastiger als jetzt eine normale Mayonnaise. Aber geil, absolut stimmig. Ich habe das so gesagt, dieser Pilz, lass mir erstmal diese ganzen Specials weg. Aber wenn du durchdringst und sag ich mal diese Neuheiten für mich, dieses unbekannte Terrain. Und zum Schluss ist es aber wieder dieser Pilz, wie man ihn kennt. Champignonpfanne mit Zwiebeln in der Mitte, weich. Du kommst von so einem unbekannten Terrain, kämpfst du dich durch bis zu dir nach Hause und dann ist irgendwie dein kleines Heim wieder. Ja. Aber so funktioniert das ja auch. Meistens. Ne? Das, also man versucht ja irgendwas zu kreieren, was im Idealfall einen an was erinnert oder was in einem hervorruft, irgendwelche Emotionen. Und diese grüne Paste, sag mal noch einmal bitte, was ist diese grüne? Das ist ein Lauchragout. Okay, geil. Okay, dann genieße ich das mal kurz zu Ende und dann kommen wir noch mal rein in die Küche. Ganz besonders für mich heute, Leute. Ich kann euch nur raten, gerade auch an die jüngeren Kollegen, die zugucken. Kostet 120 Euro das Menü. Am Freitagabend, bevor man sich einen reinschraubt und alles in der Disco versäuft. Und da habe ich schon deutlich mehr als 120 Euro ausgegeben. Mal hinkommen. 10-Gänge-Menü. Klar, die Portionen sind klein. Du wirst aber satt am Schluss. Das kann ich euch sagen. Und das ist für mich ein Erlebnis, das man nicht vergisst. Nach dem Saufen wusste ich nie mehr, was den letzten Tag passiert ist. Mega. Lass uns in Runde 4 in die finale Runde gehen. Hier haben wir einmal unser Milchreis-Eis mit einem Pflaumenragout, einem Chorizo-Öl und gepufften Wildreis. Besser hätte man es nicht sagen können als der gute Juraj. Alles rein, dein einen Löffel. Der perfekte Löffel.
dann weißt du nicht, was abgeht. Das ist definitiv erstmal das Fruchtige durch diese Pflaumen. Du hast eine ganz krass intensive Zitronennote. Punktuell aber nur, nicht durchgehend. Das ist wieder wie eine Reise, auf die du dich begibst. Dann hast du einen sahnigen Moment. Also in der Reihenfolge gesagt, wäre das so gewesen, Fruchtiges durch die Pflaume, dann kommt einmal boom, reingeschossen Zitrone, dann wird es ganz sahnig, ganz sanft und dann auf einmal kommt dieses Süße von diesem gepufften Reis, was ein bisschen tatsächlich an Popcorn erinnert und lässt das Ganze abklingen. Was da hintereinander abgeht an Geschmäckern, das musst du kombinieren. Da kannst du nicht einmal aufs Klavier aufballern, sondern da kommt eine Abfolge und das ist krank. Dieses Chorizo nehme ich jetzt nicht so wahr. Das geht wahrscheinlich auch unbewusst irgendwie mit dem Geschmack über dieses Deftige, was den Geschmack dementsprechend beeinflusst. Und jetzt werde ich da rangehen und es mir wagen, ein Urteil abzugeben und natürlich das Ganze nochmal zu bewerten und Jure dazu zu holen. Mit einer minimalen Kritik. Ich möchte eine Sache vielleicht noch aufgreifen vorher, bevor ich ihm die Bewertung sage. Ich werde jetzt mal sagen, mein Undercover-Test bei Rosinen ist ein bisschen schief gegangen. Es war schwer, das Ganze zu greifen und das hat jemand in den Kommentaren schön ausgedrückt. Essen ist auch immer Stimmungslage. Die Frage ist, in was für einer Stimmung bist du da? Das war ein sehr unangenehmes Feeling. Deshalb versuche ich das Ganze erstmal aus meinen Gedanken und Vergleichen rauszulöschen, weil ich glaube, das macht keinen Sinn. Das ist so, als wenn ihr auf dem ersten Kindergeburtstag eures Kindes gegangen seid, am gleichen Tag ist die Oma gestorben. Dann war es eigentlich ein geiler Tag, aber ihr könnt es nicht genießen. Was ist nämlich für Beispiele? Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So nehme ich das raus. Ich erinnere mich an Sachen bei Melzer zum Beispiel wieder, wo einfach Dinge in deinen Gaumen kommen und Kombinationen, die was auslösen bei dir, die durchdacht sind, die dich abheben von dem, was von vorgestern. Und so war es heute auch für mich ein geiler Tag. Und ich werde Juraj nochmal meine Erlebnisse einmal schildern. Also Juraj, von mir nochmal mein Feedback für dich. Für mich war es ein sehr besonderer Tag. Also so ein Tag bleibt für mich, denke ich, lange, wahrscheinlich mein ganzes Leben in Erinnerung. Eines der ersten Male wirklich ganz gehobene Kost, Sternekost, die ich diesmal auch genießen kann. Ich war schon beim Rosinen, 2 Sterne habe ich eben schon erzählt, aber das war ein Undercover-Test, das konnte ich nicht so genießen. Und meine Eindrücke kurz für dich und auch meine Bewertung, wenn ich mir herausnehmen darf, als jemand, der sich nicht auskennt mit der Küche, das zu bewerten. Gehen wir zu Gericht 2, 3 und 4. Die haben mich durchgehend abgeholt. Möchte ich gar nicht unterscheiden, würde ich dir eine 9,7 überall geben. Aber auch nur, weil es das erste Mal erste Sterneküche ist, muss natürlich Luft nach oben sein. Ne? Ja. Beim ersten Gericht ist eine, wo ich leicht Abstriche mache. Da würde ich dir eine 8,3 geben. Einfach nur, weil das das einzige Gericht war für mich, wo ich als jemand, der in ein Sternerestaurant geht und nicht weiß, was ihn erwartet, gesagt hätte, okay, geil, heftig, geile Geschmäcker, aber ich fand ihn nicht zu 100% stimmig. So für jemanden, der sich einfach nicht auskennt, aber trotzdem geil. Aber das wäre so das Gericht, wo ich gedacht hätte, okay, da machen sie jetzt was Special-mäßiges, aber ist das jetzt unbedingt sternewürdig? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich esse die nächsten Gänge und bei den nächsten, bam, habt ihr mich komplett vom Sockel gehauen. Aber das, wie gesagt, eine bescheidene Meinung von jemandem, der sich in dem Bereich weniger auskennt, als wahrscheinlich auch viele von euch, die zugucken. Aber ich danke dir für das geile Essen. Ich danke euch und ihr könnt ja auch gerne mal, wenn es die Zeit zulässt, vorbeikommen und das ganze Menü und die ganze Erfahrung einmal über sich ergehen lassen. Das wäre geil. Und schreibt's rein, Leute, wenn ihr Bock drauf habt. Dann einmal die komplette Erfahrung mitnehmen. Ein paar Leute sitzen da, der Service. Wir haben auch eine richtig gut durchdachte, alkoholfreie Begleitung zu jedem Gang. Da wird sich viel Mühe gegeben, hinterfragt, was passt, wie wird was gemacht. Mhm. Zu jedem Gang, zu allen Szenen gibt es dann eine Alternative. Und wenn ihr die Zeit findet, kommt gerne mal vorbei. Genießt den Abend. Ja, lasst den Daumen oben da, Leute. Also ich sag euch eins, so bei 10.000 Likes gehe ich 100% hier hin und werde die komplette 10-Gang-Karte für euch einmal durchballern. Im Schnelldurchlauf und sonst gucke ich mal im Feuerzeug privat. Aber ja, lasst es uns wissen, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann sage ich an dich Dankeschön an der Stelle. Gib dir nochmal die Flasche. Danke euch. Ja, und sag euch dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs dabei sein.